viele neue Eindrücke. Es ist eine andere Altersklasse, dadurch kommen neue Ideen, das finde ich sehr spannend. Was vor allem aus der Sicht von Jugendlichen geändert werden kann und nicht nur aus der Sicht von Erwachsenen. Sich auseinandersetzen mit den Dingen, die im Ort passieren. Ich finde das gut, dass die Jugendlichen schon mal herangeführt werden in die Arbeit der Politik, dass sie sich Gedanken machen, was kann verbessert werden in der Wedemark. Und mir macht das immer total viel Spaß, weil, wie gesagt, es ist halt kreativ und es kommen mal frische Ideen. Dass die Schüler direkt an ihrer eigenen Umgebung beteiligt sind. Nicht einfach von oben herab, sondern dass sie selber mitarbeiten und gucken, was wir machen. Pimp Your Town ist für mich ganz wichtig, ein Element, um die Politikunverdrossenheit von vielen Menschen entgegenzuwirken. Weil wenn man nie Berührung mit Politik gehabt hat, sagt man, lass das mal die Politiker machen und bringt sich nicht ein. Es zeigt euch, wie es in der Politik real zugehen kann und ihr werdet in die einzelnen Schritte eingeführt. Die Möglichkeit, Politik zu lernen, praktisch zu lernen und festzustellen, wie das im realen Leben funktioniert. Das Besondere daran ist, dass sich wirklich jeder einbringen kann, auf ganz unterschiedliche Weise und mit ganz unterschiedlichen Themen. Also ich erwarte, dass wir ein paar coole Anträge stellen können. Ich würde mal sagen, dass Pimp Your Town schon einzigartig darin ist, dass so viele verschiedene Aspekte behandelt werden. Ich war begeistert, wie die Jugendlichen mitgearbeitet haben. Und wenn sie erstmal ein Thema bekommen, dann arbeiten sie sich ja auch immer rein. Und diese öffentliche Meinung ist ja manchmal total falsch, dass die Jugendlichen sich nicht für Politik interessieren, weil sie keine anspricht höchstwahrscheinlich. Die Jugendlichen haben sehr dezidierte Meinung und haben auch ganz viele Argumente für ihre Sachen, die sie vorbringen. Und ich finde das ganz toll und die sind auch sehr flexibel. Dass es mich politisch ein bisschen weiterbringt, auch gerade vom Wissen. Ich mag Politik sehr gerne, kümmere mich auch gerne darum und mache auch gerne Diskussionen darüber. Mal ein anderer Blickwinkel. Also ich finde, die Arbeit mit Jugendlichen macht total Spaß. Ich halte sehr viel von Pimp Your Town, weil ich finde, dass die Schülerinnen und Schüler dadurch der Kommunalpolitik dichter drangebracht werden und das Ganze verstehen und vielleicht auch danach sich weiter dafür einsetzen, weil sie sich dann dafür interessieren. Wir können gegenseitig voneinander etwas lernen. Ich kann die frischen Ideen gebrauchen und Jugendliche können vielleicht meine Erfahrung gebrauchen.